Ja, also mein Name ist Timo Teufert, ich bin der Vorsitzende vom Verein der Vogelfreunde. Mein Name ist Axel Rössler, ich bin Mitarbeiter im Tierpark Rauenberg. Ich bin für die tägliche Tier- und Parkpflege zuständig. Zurzeit fehlen sehr viele Helfer. Wie gesagt, wir sind 2 Stammhelfer, die sich um die tägliche Tier- und Parkpflege von 3 Hektar kümmern. Und es ist einfach viel zu wenig. Die Idee, dass TV Überregional einmal im Monat filmt, Werbepartner mit auf den Film draufnimmt und von den gezahlten Werbekosten 80% an den Verein gehen, monatlich. Wie ist die Idee? Das ist eine sehr gute Idee. Wir haben davon heute erfahren, dass das möglich ist. Wir freuen uns natürlich, unseren Tierpark zum einen nach außen auch per Video darstellen zu können und natürlich auch da eine finanzielle Zuwendung zu bekommen. Das ist eine super Idee. Was liegt Ihnen am Herzen, den Zuschauern mitzuteilen? Also wir haben hier ein wirkliches Kleinod im Herzen von Rauenberg und wir würden uns wünschen, dass ganz viele Leute noch bei uns aktiv werden. Man kann das in vielfältigster Art und Weise sowohl im Vorstand administrative Aufgaben übernehmen, Feste planen, Arbeitseinsätze koordinieren, aber wir brauchen auch die Anpacker, die hier im Tierpark aktiv werden, die sich um die Wege kümmern, Hecken schneiden, Bäume schneiden oder vielleicht sogar die Tierpflege übernehmen. Da sind wir für alles offen und Interessierte können sich da gerne an uns wenden. Facebook-Adresse? Wir sind zu erreichen bei Facebook unter www.facebook.com/Tierparkfreunde oder auch per Telefon 06 222 5719 612. Webseite? Unsere Webseite, das haben wir heute hier auch angesprochen, befindet sich noch im Aufbau. Wir suchen da dringend Leute, die sich einbringen wollen. Unsere Internetadresse ist www.tierpark-rauenberg.de. Was liegt Ihnen am Herzen, wenn Helfer kommen? Also die Helfer sollen sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, sie sollen sich wohlfühlen, sollen sich in den Park einbringen, so wie sie es können und es möchten. Uns liegt es am Herzen, dass sie vielleicht auch ihre Ideen verwirklichen können, den Park etwas voranbringen und sich wirklich ausleben können, so wie sie es wollen, natürlich auch mit der Absprache von uns. Unsere Vision für den Tierpark hier ist, dieses Kleinod zu erhalten und zu modernisieren, für alle attraktiv zu machen, aber insbesondere für Familien. Wir haben hier vor 2 Jahren einen ganz tollen Spielplatz aufgebaut und es wäre wirklich schade, wenn das hier nicht weitergeht. Ja, es wäre einfach schön, wenn sich wirklich Helfer melden würden, die dann einfach mit Freude dabei sind und uns unterstützen, den Park voranzubringen. Es wäre schön wirklich, wenn der Park gesteigert wird von der Attraktivität für die Kinder, dass sie mit Freude herkommen, die Tiere begutachten können, etwas lernen und so versuchen wir einfach, dass wir den Park weiterentwickeln können. Dieser Park ist kein Selbstläufer und keine Selbstverständlichkeit. Es ist wirklich so, wenn es unseren Verein und uns als Aktive nicht geben würde, dann würde es diesen Park auch nicht geben. Und deswegen sind wir einfach auch auf die Hilfe von außen angewiesen. Wir alleine schaffen das nicht mehr, dieses große Areal zu bewirtschaften. Und deswegen brauchen wir Hilfe, Ihre Hilfe.